Hallo Leute, willkommen bei The Wandering Village. Dies ist Teil 13 und wir sind immer noch in der Demo-Version und zwar beim zweiten Durchlauf, wo ich jetzt alles besser machen will. Und bestimmt habe ich nicht alles besser gemacht bisher, aber wir haben schon einiges geschafft. Jetzt werde ich, glaube ich, hier mal den in der Eile zerstörten Weg wieder bauen lassen. Okay, und ich werde hier mal einen zweiten Mitarbeiter anfordern. Das wird jetzt gebaut. Ja, soll ich es priorisieren? Ich mache mal auf zweite Prioritätsstufe. Und dann markiere ich hier nochmal ein paar Steine. Ach, ich habe auch das Quarry, glaube ich, freigeschaltet. Also erforscht. Gucken wir mal. Das Warehouse habe ich auch erforscht, aber das habe ich ja nur gemacht wegen der Zwischenstufe. Nee, das Quarry bin ich gerade am Erforschen, glaube ich. Mal gucken, steht das hier? Nee, müsste ich draufklicken. Dann bauen wir hier mal einen Dekontaminator. Der passt hier gerade noch hin. Der sich dann für den leichten Befall eignet. Und als Dauersache wäre es natürlich schon schön, wenn man überall dicht auf dicht die Dekontaminatoren hat, dass man alles abdeckt und alles mit Personal besetzt ist. Und ich denke mal, wenn man die immer frühzeitig schon einsetzen kann, dann kriegen die das auch in den Griff. Nur wenn erstmal ein ordentlicher Befall ist, dann sind die zu nichts mehr zu gebrauchen. So, darum sorge ich hier ja auch für Aberntung. So, mach mal hier das Ganze weg. Und da. Ob ich da noch eine Straße hinter mache? Ich denke, man könnte schon was bringen. Nee, nicht da, sondern 1, 2, 3, 4, hier. Damit man da noch ein Sägewerk hinmachen kann. So vielleicht. Ah, zwei Leute haben wir gekriegt. Das ist doch gut. Sägemühle. Ja, hier haben wir jetzt auch einen. Das ist gut. Also, wir haben den Ombu-Doktor gebaut. Ah, da. Sand Party. Und wir sollten die Essensproduktion fördern. So, hohe Priorität. Weil jetzt kommen offenbar ordentlich Leute. Hier, das ist doch cool. Das ist jetzt angemalt. Also zuerst hatte ich in der Version 016 gespielt. Ja, mit 6. Und dann, jetzt habe ich die 10er Version. Und da ist jetzt immerhin das hier schon angemalt. Mal gucken. Das sieht man so richtig, wie man das reingehen kann mit dem Tisch und so. Ja, und dann fliegen sie los. Klettern sie hier hoch und fliegen dann los, um den Ombu zu heilen. Darum ist es hier auch in der Nähe von den Kräutern. Da werde ich jetzt mal wieder einen zweiten einstellen. Und bei den Pilz... Ach, da habe ich schon zwei. Und hier, das ist gut, der ist bestückt.
Und wir kriegen so langsam gewisse Vorräte. Ah, und er hat gegessen an der Futterstelle, ohne dass ich es mitgekriegt habe. Na, Hauptsache, er ist jetzt satter. Da kommt jetzt der erste mittelgroße Pollensturm. Da muss ich mal aufpassen, ob dort auch einer kommt. Oh, viele Leute sind vergiftet. Ich muss auf sie, mich um sie kümmern. Das ist wegen des Dschungels. Das habe ich erst auch überhaupt nicht kapiert. Manchmal sind die auch vergiftet, ohne dass man in so einen Pollensturm kommt. Und diese Dschungelumgebung, in der wir sind, das kann man hier an dem Grünen sehen. Und hier an dem Grünen. Die ist giftig. Zwar nicht ganz am Anfang, da macht es nichts aus, aber irgendwann in der zweiten Hälfte oder so von der Demo, da ist... Oh, tja. Das ist dann gehupft wie gesprungen. Also in der zweiten Hälfte von der Demo wird man durch dieses grüne Territorium vergiftet. Vielleicht hätte ich das umgehen können. Aber nun gut. Jetzt sind wir nun mal hier. Tja, und welcher ist besser? Beide Medium. Der ist, glaube ich, mehr so am Rand. Aber ich werde mal gucken, was dahinter noch so rauskommt. So. Jetzt hoffen wir mal, dass hier keiner an Vergiftung stirbt. Na, der steht arbeitslos rum. Also sind die wohl geheilt worden. Ach nee, wir haben ja vergiftete Nomaden aufgenommen. Gut, aber trotzdem ist dieses grüne Territorium ab irgendwann mal giftig. Aber wahrscheinlich jetzt noch nicht so schlimm. Okay, und er ist aufgestanden. Haben wir noch was hier zu essen? Ich fütter ihn. Ach so, er legt sich hin. Nö, dann lassen wir ihn schlafen. Ich hatte gedacht, dass er jetzt gerade aufgestanden wäre. Und aber ich werde ihn noch mal füttern, bevor wir da in diese Pollenstürme kommen, damit er gutes Vertrauen kriegt, und dann lassen wir den dann durchrennen. Und dass er jetzt noch ein Päuschen einlegt, ist mir ganz recht. So, jetzt haben wir hier gleich neue Bewohner rekrutiert. Leider ist dieses andere Dorf verschwunden. Gucken. Da ist es. Gut. Gerade noch erwischt. So, was haben sie gebracht? Oh, 4 Leute. Oh, super. Dann können wir hier auch diese Bärensammlerstelle und hier stellen wir noch einen ein. Und da ist dann hoffentlich auch mal einer. Und jetzt gucke ich mal, ob ich noch einen zweiten Bauernhof bauen kann. Vielleicht hier. Farm. Da war es eben. Ja, das müsste gehen. Und hier können die dann diese Wasserdinger mitnutzen. Dann werde ich aber hier noch einen zweiten Tank dazustellen. Und vielleicht einen zusätzlichen Brunnen. Könnte man dann hier hin machen. Weil hier können die Pilzleute sowieso nicht anbauen. Und die
Küche, die ist jetzt besetzt, das ist gut. Und macht rote Beetesuppe, das ist auch okay. Dann baue ich hier noch eine zweite Küche hin, die dann Beerenmüsli macht. So. Und was jetzt endlich ansteht, ist der Quarry. Also der Steinbruch. Ist das dringend? Nicht so arg. Hier gibt es noch einiges abzusammeln. Ja, hier auch. Da hinten nicht. Dafür gibt es hier umso mehr Holz. Und ich priorisiere vielleicht mal hier diese da. Hier sind irgendwie Zusatzsymbole. Nee, die waren schon vorher da. Die habe ich nur ignoriert. Harvest Crops, Harvest Trees, Harvest Stone. Oh, da kann man praktisch selektieren. Ich habe hier immer eingeschaltet, alle nur voll Erwachsene zu sammeln, um alle zu sammeln. Und da kann man hier wohl selektieren. Das finde ich gut. Dass man hier so drüber ziehen kann und dann eben nur Bäume oder nur Steine markieren kann. So. Der ist bald fällig. Die Beeren da. Der muss auch weg. Wie sieht's hier aus? Noch gar nichts. Will ich die priorisieren? Ich glaube ja. Ein bisschen. Oh, der Dekontaminator ist gleich besetzt worden. Tja. Wenn man das jetzt einfach zuteilen könnte, würde ich sagen, ne, den legen wir jetzt erstmal still. Aber man kann ja nicht einfach zuteilen. Das dauert dann mitunter einen Ingame-Tag, bis man da wieder Personal hat. So, jetzt gucke ich mal, ob ich alles habe, was ich will. Ja, den Forester brauche ich noch nicht. Dann machen wir jetzt hier Weizen. Aber vielleicht kann ich hier einen abziehen. Die sind nämlich zu dritt. Dann lasse ich lieber hier noch einen mehr arbeiten. Das geht. Ah, den habe ich schon angefangen. Oh. Und du bist krank? Ja. Ah, da kommen schon die Ärzte. Das ist gut. Ich finde es so niedlich, wie die dann da hinrennen. Mit ihrer Pflanze in der Hand. Und sich dann daneben stellen. Ja, und da kommen gleich zwei auf einmal. Da sind zwei.
das sind mehrere Vergiftungen. Also jetzt wirkt sich offenbar diese Dschungelvergiftungswirkung durch. Aber ich habe jetzt ja Ärzte. Ich baue sicherheitshalber nochmal einen zweiten Arzt. Den kann ich dann ja erstmal stillgelegt lassen, aber wenn ein Notfall ist, da passt der nicht hin. Kommt der hier hin? Macht das Sinn? Oder hier? Kann man da zur Notenstraße runterführen? Oder hier? Ja, da macht Sinn. Weil da sind sie hier dicht an der Kräuterherstellung. Und ich baue hier noch ein kleines Materiallager hin. Vielleicht hier. Und Speisekammer? Ja. Und das hier, das reiße ich, glaube ich, ab. Weil die sind jetzt schon so weit gekommen mit der Forschung. Ah, da steht ein Arzt nebendran. Und er ist wieder gesund. Wunderbar. Da haben wir immerhin einen Bärensammler. Das ist gut. Und was machen die Fortschritte? Oh, wir haben schon 3 Umbufutter. Aber erst... Ah, er holt sich jetzt ein. Das ist weise. Oder? Was treibst du? Ah, er holt sich selber was zu essen. Das ist auch eine gute Idee. So. Und ich denke mal, die Bärensammelei sollte ich hoch priorisieren. Also hier die Wildbären. Nehmen wir gleich ein paar Bäume mit. Weil beim Priorisieren kann man offenbar nicht so gut wählen. Denn das Essen ist knapp. Wir haben jetzt halt deutlich mehr Leute. Da ist schon einer am Hungern. Ja, geht mal schön ordentlich Beeren sammeln. Hier gibt es noch ganz viele. Dem geht schon gar nicht mehr gut. Karlens. Wo gehst du hin? Dem würde ich jetzt gern sagen, geh doch nicht zum Baum, geh doch zum Bärenbusch. Ah, habe ich schon priorisiert. Könnten wir eventuell Todesfälle haben, nur weil sie die vorhandenen Beeren nicht sammeln. Und es sind einige vergiftet. So, jetzt wird die Windmühle geforscht. Ah, hier... Tja, ist einer gestorben? Oh ja,
Annabelle ist gestorben. Und das, obwohl wir drei Ärzte haben. Gut, dann werde ich hier mal einen Kontaminator abziehen. Ich ziehe sie erstmal alle ab. Nützt ja alles nix. So, gucken. Aber da kommt der Pollensturm. Also wenigstens einlassen. Mit Kräuter haben wir 28. Das ist jetzt nicht so viel. Aber ich ziehe mal einen ab, denn aktuell ist das Problem mit der Nahrung größer. Ah, und wir füttern um. Vor allem, um das Vertrauen zu stärken. Jetzt gucken wir hier nochmal. Ich glaube, der ist besser als nach Norden gehen. Gut. Und hat es mit dem Füttern geklappt? Ich glaube ja. Na, er ist gerade dabei. So, und jetzt... Oh, der ist auch krank. Jetzt sage ich ihm mal hinlegen. Mal gucken. Oh ja. Er legt sich hin, das ist gut. Wir wollen zwar eigentlich nicht mehr so lange hier in diesem Dschungel sein, aber der geht sowieso noch weiter. Vor allem wollen wir aber hier möglichst nicht so bald hier zu dem Oh, und wir brauchen alle Materialien mal wieder. Ich lasse mal zu dem Wald gehen. Wenn wir den Pollensturm ein bisschen rausziehen können, zögern, ist, glaube ich, einiges gewonnen. Dann können wir hier nochmal heilungsmäßig und vor allem nahrungsbeschaffungsmäßig Erfolge haben. So. Da gibt es was zu essen. Und zwar hochwertige rote Beetesuppe. Und haben wir hier Vorräte? Nein, leider nicht. Das funktioniert noch nicht so wie geplant. Aber wenn die hier auf so einen Bärenhaufen stoßen, können die den auch direkt essen. Das ist doch gut. Hier, du kannst dir auch mal einen holen. Was ist da? Eine Beere. Ach, er mümmelt auch. Sehr gut. Schon so ein bisschen. Dann markiere ich hier die mal einzeln. Ah, hier könnte ich jetzt... Ich guck mal, ob Harvest Crops für Beeren geht. Ja. Dann mache ich hier mal so drüber. Okay, da werden nur die Beeren erwischt. Sehr gut. Dass sie sich die jetzt mit höherer Priorität holen.
Und natürlich brauchen wir auch Bäume. Und die priorisiere ich jetzt. So. Gut. Okay. Und jetzt kann ich auch ein paar Bäume markieren. So. Brauchen wir ja auch. Aber die kriegen keine hohe Priorität. Jetzt mache ich hier wieder alle. Dann kann ich auch die Steine anklicken. Na, da haben wir schon genügend Steine angeklickt. Immerhin haben wir hier zwei, die hier arbeiten. Zwei, die dort arbeiten. Hier einen. Und da noch einen. Vielleicht sollte ich den hier jetzt wieder auf General stellen und die hier auf Harvest. So. Dann geht das vielleicht effektiver. Und hier ist ein zweiter Arzt in Arbeit. Das ist gut. Ja, jetzt kann ich die Bäckerei. Super. Und hier haben wir die Farm schon fertig. Oh, jetzt. Ja, rennen, rennen. Rennen. Das ist wohl sein Äquivalent von Rennen. Ja, hier Onburans sind wir, glaube ich, gleich schon durch. Aber wir gehen ganz durch. Wie er sich anstrengt. So, ich denke mal, jetzt kannst du gehen. Ja, sind wir doch ziemlich schnell durchgekommen. Ja, hat er gut gemacht. Und hier ist noch eine Expedition im Gange. So, ja. Oh, das macht er jetzt gut. Da stelle ich jetzt mal mehr ein. Ich hoffe, da kommen welche. So, hier gibt es bestimmt... Ich mache erstmal Priorisierung. Ja, die sind noch gar nicht markiert. So. 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 Ach, der ist auch noch nicht markiert. Ah. Nein, du nicht. Aber du. So, muss ich hier noch besser markieren. So, hier auch. So, und ich habe jetzt hier absichtlich keine Dekontaminatoren im Einsatz hier hinten, sondern nur die Arbeiter.
Obwohl, wahrscheinlich, wenn ich hier tolle Dekontaminatoren hätte, würden die das hier auch ganz gut hinkriegen, weil das sind noch so vereinzelte Sachen. Dann sind die noch halbwegs effektiv. Aber ich hatte schon mal so ganz blau verseuchte Bereiche, so riesengroße. Sind die nur rumgerannt, wie aufgescheuchte Hühner. Und seitdem, nehme ich die sozusagen als Luxuslösung. Oh, da kommt einer hierher gerannt. Das ist doch gut. Aber tut er was? Nein, er rennt rum. Ich meine, er hätte ja auf dem Weg schon 5 Sachen mitnehmen können. So. Ah, jetzt ist er erstmal. Okay, das ist verständlich. Und jetzt rennt er wieder weg. Nein, nein. Ich dachte, der kommt hier zu Hilfe. Jetzt brauchen wir hier möglichst viele Ärzte. Mal gucken. Aber hier kann ich nicht noch einen einstellen. Und die Kräutermenge. Wo haben wir hier Kräuter? Sind die hier? Ja, hier sind Kräuter. Gut. Dann werde ich das hier mal priorisieren, baumäßig. Und, oh, hier muss man auch. Gut. Diese General, die mache ich jetzt zu Harvestern. Den lasse ich auf General. Und ziehe ich da einen ab. Nee. Noch ist die Verzweiflung nicht so groß. Hier sieht alles halbwegs gut aus. Oh, Ombu ist sehr vergiftet. Da brauchen wir dringend einen. Dann ziehe ich einen Bauarbeiter ab. Damit wir Umbu entgiften können. Hast du hier schon was hingeschafft? Ja, 20 Stück. Das ist gut. Und es sterben jetzt einige. Wegen Vergiftung. Und Hunger ist auch noch angesagt. Tja, aber ich kann nirgendwo jemand abziehen aktuell. Höchstens hier. Der hat seine Arbeit gemacht. Da, wo nicht viel Befall ist. Da geht zum Ombu-Doktor. Hat es nicht funktioniert? So, jetzt gucken wir mal, was der da wird. Ob der zum Ombu-Doktor geht. Moving to farm. Nein, 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 nein. Dann lege ich die auch erstmal. Ein abziehen. Wo soll ich jetzt hingehen? Moving to poison tree. Nein, Ombu-Doktor. Stuff required. Tja, kann ich noch nichts machen. Oh, ist so vergiftet. Ich könnte bei den Forschern vielleicht einen abziehen. Zumindest, wenn die hiermit fertig sind.
Na, einen könnte ich sowieso schon mal abziehen. Ja, ich warte jetzt die paar Sekunden, bis die Bäckerei fertig ist. Dann ziehe ich gleich zwei ab. So. Ja, 100%. Gut. Open Research Tree. Alarmleg. Und Wert Ombu Doktor. Das ist hier wohl der eine Scavenger, ja. Ah, die könnt ich wieder losschicken. So, ah, da, neue Leute. Tja, und hier kommt jetzt schon das nächste. Dann werde ich den Ombu erstmal wieder zum Niederlegen. Auffordern. Ach, das tut er sowieso. Gut. Dann muss ich ja gar nicht auf. Hier. So, vergiftet ist er trotzdem. Tja, jetzt habe ich hier schon die Forscher freigesetzt. Hier, das geht auch nicht recht vorwärts. Nochmal nachpriorisieren. Das hier ist voll, das ist gut. Und dies hier ist noch nicht voll. Dann müsst ihr da mal was tun. Aber, ja gut, die haben gerade andere Sachen zu tun. Jetzt gucken wir mal hier. So, kann ich das priorisieren? Ja. Oh, und hier sind einige dazugekommen. War ja klar. Ja, der Betrieb ist hier ziemlich zum Erliegen gekommen. Weil wir nur noch 22 Leute haben. Oh, oh, oh. Dabei lief es so gut eigentlich. Oh, und wir haben schon 38 Minuten. Ich denke, ich mache mal Schluss mit dieser Folge. Ja, ich meine, Ombu ist jetzt so vergiftet. Das kann auch... Wir warten noch mal 5 Minuten. Kann sein, dass dieser Spieldurchgang jetzt gleich vorbei ist, weil Ombu an Vergiftung stirbt. Na, wir haben nur noch einen Herbalist, da kann ich niemanden abziehen. Aber ich kann aus der Küche einen abziehen. Und ich hoffe, dass der dann, hier muss ich... Leg ich mal still. Auch still. Oh, 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 oh. Tja. Ich frage mich jetzt schon, wie das passieren konnte.
was ich falsch gemacht habe. Jetzt ziehen wir mal einen ab. Irgendwann müsste sich doch mal einer entscheiden, um Doktor zu werden. Ich ziehe das mal ganz ab. Vielleicht habe ich ein bisschen den Überblick verloren. Und dann zu spät reagiert und zu spät geschnallt, dass der... Ah, jetzt. Da kommt einer. Mal gucken, ob wir das rechtzeitig schaffen. Immerhin, es sind ja Kräuter da. Da hat er schon für gesorgt. So. Ja, das Schlimmste haben wir geschafft. Jetzt nochmal Antidot. Und das... Ja, da werden einige von Ombus Wunden geheilt beim Gesundheit heilen. Aber wir geben ihm jetzt erstmal so viel, Antidot, also Entgiftung, wie wir haben. Das ist wirklich ein herausforderndes Spiel, finde ich. Ah, das ist gut. Wir sind schon im blauen Bereich mit dem Gift. Jetzt noch einmal. Und es gibt dann bestimmt auch Trast. Ja, gibt Trast. Ah, und man braucht 20, um zu heilen. Gut, das hatten wir ja jetzt nicht da. So, also die Vergiftung, das Problem haben wir gelöst. Dann würde ich sagen, ich mache mal Schluss mit dieser Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.